Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Vor einiger Zeit kam ja ein Video zu den Nachteilen in der Rattenhaltung und da sich einige von euch noch ein Video zu den Vorteilen in der Rattenhaltung gewünscht haben, geht es nun in diesem Video genau um dieses Thema. An dieser Stelle will ich dann aber auch noch mal wieder erwähnen, dass einige Vorteile, die ich jetzt gleich in diesem Video hier nennen werde, von einigen auch als Nachteil angesehen werden könnten. Aber wie ich auch bereits schon in dem Video über die Nachteile der Rattenhaltung erwähnt habe, kommt das Ganze natürlich auch immer auf das Auge des jeweiligen Betrachters an. Und ja, reden wir nicht lange drum rum und kommen gleich zum ersten Vorteil. Und das wäre der, dass Ratten sich an den Tagesablauf des Menschen anpassen. Ratten sind ja bekanntlich dämmerungsaktive Tiere. Das bedeutet, die Tiere werden eigentlich erst in den Abendstunden so richtig aktiv und verschlafen dann dementsprechend den Tag über. Unsere Farbratten hingegen passen sich aber auch häufig mal dem Tagesrhythmus des Menschen an und sind dann dementsprechend auch schon mal tagsüber wach. Das ist natürlich ein Vorteil, da die Tiere sich einfach merken, wann der Mensch für sie Zeit hat, um sie zum Beispiel zu füttern oder sie in den Auslauf zu lassen und die Ratten dann dementsprechend auch zu dieser Zeit aktiv sind. Und sie dann natürlich dementsprechend wieder ruhig sind, wenn der Mensch gerade keine Zeit für sie hat, sprich wenn er irgendwie auf der Arbeit ist oder in der Schule oder nachts selber ruhig schlafen will. Der nächste Vorteil ist, dass Ratten sehr intelligente Tiere sind und man ihnen somit auch einiges beibringen kann. Man kann ihnen zum Beispiel Tricks beibringen, wie Pfötchen geben, sich im Kreis drehen oder Männchen machen, so wie man das halt auch vom Hundetraining aus kennt. Manche Leute bringen ihren Ratten sogar Agility oder auch das Apportieren bei. Somit sind Ratten also Tiere, mit denen man sich wirklich beschäftigen kann und die auch selbst daran Interesse haben, so etwas zu machen. Auch ein Vorteil ist, dass Ratten sehr interessant zu beobachten sind. Das liegt daran, dass Ratten Gruppentiere sind und man somit auch das Leben in einer Gruppe bei den Tieren und auch die Rangordnung der Tiere immer mitverfolgen kann. Man kann die Tiere also dabei beobachten, wie sie gemeinsam im Auslauf rumtoben und Fang spielen, wie sie gemeinsam kuscheln und sich gegenseitig auch putzen oder auch kleine Kämpfe und Rangeleien um zum Beispiel den besten Platz am Futternapf gehören auch mal mit dazu. Also sprich, dieses ganze Leben in einem Rattenrudel, das ja aus mindestens drei oder mehreren Tieren besteht, kann wirklich sehr interessant zu beobachten sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass Ratten wirklich sehr menschenbezogene Tiere sind. Das bedeutet, die Tiere wollen auch wirklich Kontakt zu Menschen haben und auch von ihm beschäftigt werden. Das merkt man zum einen daran, dass die Ratten sich einfach merken, wann der Mensch für sie Zeit hat und sie dann auch dementsprechend gerne von ihm Aufmerksamkeit hätten. Und ja, das sind einfach so Dinge, an denen man merkt, dass Ratten keine Tiere sind, die sich gar nicht so großartig für den Menschen interessieren und dann immer so ihr Ding einfach machen, sondern sie einen selbst auch wirklich gerne haben und auch den Kontakt zu Menschen suchen. Der nächste Vorteil ist, der auch so ein bisschen ans Vorherige anknüpft, und zwar ist das der Vorteil, dass Ratten sehr neugierige Tiere sind und dadurch auch unter anderem schneller zahm werden können. Das bedeutet, Ratten sind gegenüber neuen Dingen nicht immer unbedingt total ängstlich und halten sich so generell davon fern, sondern sind so neugierig, dass sie auch häufig von alleine anfangen, sich für den Menschen zu interessieren oder auch für neue Dinge allgemein. Noch ein Vorteil ist, dass der Rattenkäfig einem tolle Einrichtungsmöglichkeiten bietet. Denn Ratten kann man ja im Gegensatz zu anderen Nagetieren unter anderem auch Dinge aus Stoff oder Plastik anbieten. Natürlich sollte man den Tieren auch immer natürliche Materialien anbieten, einfach damit die Tiere auch die Möglichkeit haben, ihren Nahgetrieb auszuleben. Aber bei Dingen aus Stoff und Plastik ist die Farben- bzw. auch die Mustervielfalt natürlich sehr groß, weswegen man auch theoretisch die ganze Einrichtung zum Beispiel in komplett bunt machen könnte oder halt in einer Farbe, je nachdem, wie man das halt gerne möchte. Und man so einfach eine größere Auswahl hat und dazu noch die Möglichkeit, viel für seine Ratten selbst zu machen, wie zum Beispiel Kuschelsachen. Es gibt nämlich ganz viele Rattenhalter, die Kuschelsachen in den verschiedensten Farben und Formen für Ratten einfach selbst nähen. Und die Tiere benutzen Sachen wie Hängematten, Kuschelröhren etc. einfach auch sehr gerne. Zusammenfassend, man kann sich da wirklich kreativ und auch handwerklich ausleben, was die Gestaltung des Rattenkäfigs und des Auslaufs angeht. Der nächste Vorteil ist, dass Ratten wirklich super Haustiere für Allergiker sind.
Und mit allergische Haustiere meine ich jetzt nicht die Leute, die gegen Tierhaare allergisch sind, sondern diejenigen, die eine Staub-, Heu- oder Einstreuallergie haben. Denn Ratten sind zum einen selbst sehr empfindlich auf Staub, weswegen man bei ihnen auch wirklich staubarmes Einstreu verwenden sollte und auch generell auf eine staubarme und auch saubere Umgebung achten sollte. Zum anderen benötigen Ratten auch kein Heu. Die meisten Ratten reagieren sogar selbst allergisch darauf, weswegen man bei Ratten auch lieber kein Heu verwenden sollte. Und zum Einstreu kann ich wirklich nur sagen, dass Ratten nicht wie andere Tiere jetzt mega viel Einstreu benötigen, weil sie irgendwie darin buddeln wollen oder so. Ratten haben nämlich auch sehr empfindliche Füße, weswegen viele Rattenhalter ihre Tiere auch so gut wie ausschließlich auf Zeitungspapier oder Teppichen halten und dann halt nur in den Toiletten und noch höchstens in der untersten Etage Einstreu benutzen. Und wenn man jetzt eine Einstreuallergie hat, dann kann man bei Ratten auch theoretisch das Einstreu komplett weglassen einfach und das dann einfach durch zerrupfte Papiertaschentücher wie auch zum Beispiel dieses Safebed-Einstreu ersetzen oder halt auch durch feines Maisgranulat. Und das ist für Ratten auch wirklich kein Problem. Und zum Buddeln kann man auch immer noch im Auslauf einfach eine Kiste mit ungedünnter Erde anbieten. Der nächste Vorteil ist, dass Ratten im Vergleich zu anderen Nagetieren, wie zum Beispiel Degus oder Rennmäuse, wirklich sehr wenig an anderen Gegenständen nagen. Meiner Erfahrung nach zumindest lassen Ratten wirklich ihre Holz- und auch Plastikgegenstände größtenteils in Ruhe. Es wird dann meistens einfach nur ein bisschen an den Sachen genagt und das war's dann auch. Was die Tiere aber meiner Erfahrung nach zumindest lieber zernagen, sind weiche Sachen wie halt eben Kuschelsachen oder halt Decken. Das finden die Tiere aus was für einem Grund auch immer irgendwie ansprechender. Aber harte Gegenstände lassen die Tiere da zum Glück häufig in Ruhe, weswegen man da auch nicht ständig für Nachschub sorgen muss, wie bei manch anderen Nagetieren. Und nun kommen wir auch zum letzten Vorteil und das wäre der, dass Ratten Charaktertiere sind. Und das ist mit auch ein häufiger Grund, warum sich Leute Ratten halten. Denn keine Ratte ist wirklich vom Verhalten her genau gleich wie die andere. Die eine Ratte ist vielleicht total frech und hat vermutlich nur Unfug im Kopf. Die andere ist total schüchtern und zurückhaltend. Eine andere Ratte ist dann wiederum total gemütlich und die nächste ist vielleicht total hyperaktiv. Und genau das macht auch jedes Tier einfach zu etwas Besonderem, wie ich finde. Und es macht mir persönlich auch immer total Spaß, einfach den Charakter der Tiere eben durch ihr Verhalten kennenzulernen. Und genau deswegen kann man auch einfach keines seiner geliebten Ratten jemals ersetzen, da jedes Tier einfach ein Individuum ist. Und das merkt man auch wirklich, wenn man sich mit den Tieren etwas näher beschäftigt. Aber das ist auch etwas, das Ratten für mich persönlich zumindest auch erst ausmachen. So, und das war nun auch mein Video zu den Vorteilen in der Rattenhaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ganz interessant. Vielleicht hat das Video euch ja auch in eurem Wunsch, euch Ratten als Haustiere anzuschaffen, noch weiterhin bestärkt. Und wenn ihr jetzt noch weitere Vorteile in der Rattenhaltung kennt, dann könnt ihr die ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder und sage bis zum nächsten Mal und ciao!